Für die FDP-Fraktion hat nun der Fraktionsvorsitzende René Rock das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Auch langes Klatschen gibt nicht ein besseres Fundament für eine Rede. Aber ich möchte an der Stelle noch einmal zwei, drei grundsätzliche Ausführungen machen. Wir sind in einer herausfordernden Zeit. Die Pandemie Corona ist noch nicht völlig zu Ende. Inflation, Krieg fordern unsere Gesellschaft heraus. Wir sind Opfer eines hybriden Angriffes, eines Energiekrieges, den Russland uns erklärt hat. Wir müssen versuchen, gemeinsam diese Herausforderungen zu bestehen. Und wir Freie Demokraten vertrauen hier vor allem auch auf die Stärke, die Kraft dieser Gesellschaft und der Bürgerinnen und Bürger, die bewiesen haben, dass sie Krisen in unserem Land durchstehen können. Und ich glaube, der Staat soll ihnen dabei helfen. Aber er wird die Herausforderung dieser Krise nicht abfedern können, sondern die Bürgerinnen und Bürger werden gemeinsam in dieser Krise bestehen müssen. Und diese Wahrheit dürfen wir auch unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht verschweigen. Denn es ist die Herausforderung, die die Menschen jetzt zu Hause bewältigen müssen, liebe Freunde. Und der Staat würde sich überfordern, wenn er den Bürgern versprechen könnte, sie oder der Staat würde alles für sie regeln können. Und die Bürger glauben das nicht, weil sie haben den Staat ja in der Corona-Zeit erlebt. Sie haben die Mängel und die Probleme in der Corona-Zeit erlebt und sie haben die Corona-Zeit aber trotzdem gut bewältigt. Und wir haben eine Herausforderung der freien Gesellschaft durch autoritäre Staaten, Russland, China, andere Staaten, die sich durch Freiheit bedroht fühlen, die aggressiv werden, die versuchen, uns, unsere Freiheit und unsere freie Gesellschaft zu attackieren. Und gerade in der Corona-Politik erinnere ich mich noch an viele Diskussionsbeiträge. Autoritäre Systeme könnten mit Krisen besser umgehen. Autoritäre Systeme, Staaten mit starken Führern an der Spitze würden Krisen besser bewältigen. Wenn ich heute die Bilder aus China sehe, wenn ich heute sehe, wo wir stehen, wo wir in der Corona-Krise stehen, wo die autoritären Staaten stehen und wie viele Menschen dort Opfer dieser Seuche geworden sind, dann bin ich froh, dass ich in einem freien Land lebe, und ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe, in einer Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie, wo die Bürgerinnen und Bürger den Kurs vorgeben und nicht ein starker Mann, liebe Freunde. Und es ist ein Wesen der freien Gesellschaft, dass wir gemeinsam streiten. Und Matthias Wagner, der Ministerpräsident, Günther Rudolph haben es gesagt, wir haben uns zusammengetan als demokratische Fraktionen, um hier Lösungen zu finden für die Bürgerinnen und Bürger. Und das war einfach auch ein wichtiges Signal, dass Demokraten zusammenstehen in der herausfordernden Zeit. Und trotzdem müssen wir streiten, müssen uns auseinandersetzen, müssen uns reiben um den besten Weg, weil das ist das Wesen der Demokratie. Und Streit ist nicht was Böses oder Schlechtes, sondern es ist Suche nach dem besseren Weg. Und darum ist es auch wichtig, in so einer Haushaltsrede heute die Unterschiede zu betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Regierung und den sie tragenden Fraktionen. Und 9 Jahre Schwarz-Grün, eine Bilanz dieser Regierungszeit, das wird die rote Linie in meiner Rede sein. Und überleitend ist auch die Frage, war es notwendig, liebe Kolleginnen von CDU und Grünen, wirklich einen Doppelhaushalt vorzulegen? Ein Haushalt, der über die Wahlzeit hinausgeht, ein Haushalt, der mit so viel Unstetigkeit und Unsicherheit ausgestattet ist, dass es eigentlich das, was Sie hier vorgetragen haben, nämlich den Respekt vor der Demokratie, den Respekt vor einer Wahl, mit Füßen tritt, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum ist es der erste Malus an diesem Haushalt, ist schon der Stil. Ich möchte auch noch einmal eingehen auf das, was ich hier heute gehört habe, dass Schwarz-Grün Seite an Seite streitet, dass man untergehakt ist, dass man gemeinsam vorangeht. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist eine Wahrnehmung, die Sie vielleicht aus Ihrem inneren Zirkel haben.
Das Draufschauen von uns und ich glaube von den Journalisten und den Bürgern ist ein anderes. Seit Volker Bouffier dieses Jahr die Brücke verlassen hat des Regierungsschiffes, ist es vorbei mit schwarz-grüner Harmonie. Und ich will Ihnen auch sagen, ich erinnere mich noch an einiges, was am Anfang dieses schwarz-grünen Bündnisses alles erzählt worden ist. Und ich fand den Höhepunkt dieser großen Liebeserklärung von CDU und Grünen hier im Hessischen Landtag, dass Tarek Al-Wazir und Volker Bouffier gemeinsam ein Buch schreiben wollten. Erinnern Sie sich noch? Es war ein Buch angekündigt. So geht Schwarz-Grün, hieß das Buch. Es war schon sozusagen erklärt, dass das geschrieben wird, dass es vorgelegt wird. Ich habe bei Amazon überall beim Buchhändler gefragt, wo ist denn dieses ultimative Werk? Und es ist wie alles, was Sie hier tun. Sie kündigen was an und nachher liefern Sie nicht. Genauso wie dieses Buch nie geschrieben worden ist, sehr geehrte Damen und Herren. Angekündigt und nie geschrieben ist das Markenzeichen dieser Koalition, Ankündigung ohne Ergebnis. Ohne Ergebnis. Und die Gemeinsamkeiten dieser Regierung gehen ja immer weiter zurück. Ich erinnere mich an die große Versöhnungsgeschichte. Volker der Hardliner, Volker der schwarze Sheriff, Volker die Hassfigur für Tarek Al-Wazir und die grüne Fraktion, die sich vor der Landtagswahl noch hier beschimpft haben mit Worten, die würde ich nie in den Mund nehmen, würde auch sofort Ältestenrat geben, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann gerade der Revoluzzer Tarek, ist ein bisschen grauer geworden, ein bisschen älter geworden, ist gesetzt im Amt angekommen. Und der Revoluzzer Tarek, jetzt sind Sie zusammengekommen und bilden eine Zukunftsregierung. Ich kann nur sagen, seit Volker Bouffier weg ist und Boris Rhein Ministerpräsident, ist es jetzt eine handfeste Beziehungskrise zwischen den Herren hier in dieser Regierung. Ja, so ist das, sehr geehrte Damen und Herren. Und lieber Matthias Wagner, du hast es ja hier deutlich gemacht. Du hast es ja deutlich gemacht. Der Innenminister und Justizminister äußern sich zur Vorratsdatenspeicherung. Und der Fraktionsvorsitzende der Grünen steht öffentlich auf und ruft sie zur Ordnung in den Medien. Ich erinnere mich noch an das große Symbol. Wir Schwarz-Grün, wir arbeiten professionell. Bei uns kommt nichts raus. Bei uns ist das große Gemeinsamkeit, dass wir hinter verschlossenen Türen streiten und niemals öffentlich. Alles bröckelt in dieser Koalition. Auch das Wenigste, was Sie hier noch an Gemeinsamkeit haben. Sie streiten sich auf offener Bühne. Sie verpassen sich nicht mehr die Tritte unter dem Tisch, sondern sie boxen ganz öffentlich unter den Augen der Medien und verpassen sich eine Schlagzeile nach der anderen. Und auch die menschlichen Gemeinsamkeiten zwischen Tarek Al-Wazir und Volker Bouffier mag sie gegeben haben. Aber jetzt zwischen Boris Rhein und Tarek Al-Wazir, ich weiß gar nicht. Also wenn ich feststelle, dass Tarek Al-Wazir erklärt, ich kann es besser als Boris Rhein, ich will jetzt auch Ministerpräsident werden und gleich in dem Zusammenhang davon spricht, dass Schwarz-Grün nur noch eine Zweckehe ist. Ich kann Ihnen nur sagen, liebe Freunde, Sie drehen zu viel um sich selbst und verlieren die Probleme der Bürgerinnen und Bürger aus den Augen. Und darum ist die Zeit für Schwarz-Grün auch endlich abgelaufen. Sehr geehrte Damen und Herren. Wir brauchen eine Landesregierung, die Antworten gibt. Eine Landesregierung, die Antworten gibt auf den Fachkräftemangel, die Demografie, Energie, Klimaschutz, Digitalisierung. Übrigens etwas, wo ich hier noch gar nichts gehört habe. Bildung, moderne Demokratie, Integration. Wir brauchen ein Land, eine Landesregierung, die funktioniert. Und da kann ich nur sagen, an ganz wenigen Beispielen, lieber Kollege, Ministerpräsident Rhein, lieber Matthias Wagner, ich will es an drei oder vier ganz wenigen Beispielen mal festmachen, dass Sie einen komischen Blick auf diese Zeit und diese Regierung haben. Justiz, Sie haben Justiz aufgerufen, Herr Wagner. Justiz, ich erinnere mich daran, dass vor wenigen Monaten musste aus der hessischen Justiz Straftäter aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil sie keine Richter hatten, um dafür zu sorgen, dass den Menschen der Prozess gemacht wird. Das ist doch die Realität in der hessischen Justiz, sehr geehrte Damen und Herren. Dafür tragen Sie nach 9 Jahren die Verantwortung. Und Millionen und Abermillionen haben Sie in der hessischen Justiz versenkt bei der Digitalisierung, die völlig gescheitert ist. Und dann habe ich ja etwas erlebt in der hessischen Justiz, was ich ja in 15 Jahren Regierungsbeteiligung der CDU, die ich hier erlebt habe, im Hessischen Landtag noch nie erlebt habe, dass es so schlecht war, dass Sie sogar so weit gegangen sind, dass Sie die zuständige Ministerin entlassen haben, weil gar nichts mehr ging in der hessischen Justiz, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann kommen Sie hier vor und erzählen was, es wäre alles in Ordnung in Hessen.
Sie schreiben ja in den Haushalt nach 9 Jahren Ihrer Regierungsverantwortung rein, in fehlender hessischen Justiz über 400 Stellen, die Sie jetzt nach 9 Jahren entdeckt haben. Und dann haben Sie Chuzpe, das noch hier irgendjemand von der Opposition vorzuwerfen. Ich muss sagen, das ist Realitätsverweigerung und das Versagen dieser Regierung steht im Haushalt nachlesbar. 400 Stellen fehlen der Justiz, sehr geehrte Damen und Herren. Dann mein Lieblingsfreund, also mein Lieblingsminister ist ja der Kultusminister, ein Wissensministerium, der Kultusminister, der nichts weiß, also der Vogelstrauß der Politik. Sobald man eine Frage stellt, stellt er den Kopf in den Sand und sieht und hört nichts mehr. Dann sieht man auch nicht die Probleme in dem Land. Und dann ist ja auch alles in Ordnung, wenn man nichts mehr sieht. Sie müssen die Augen aufmachen, Herr Minister, und mal die Realität der Schulen in Hessen anschauen, sehr geehrte Damen und Herren. Reden Sie einmal mit Eltern, die ein Kind in einer hessischen Schule haben. Ich glaube nicht, dass das Kind sagen könnte, es hätte jetzt mal irgendwann eine Woche Schule gehabt, ohne Vertretungslehrer oder Schulausfall. Nicht eine einzige Woche, wenn Sie ein hessisches Schulkind in den hessischen Schulen haben. Wie können Sie denn sagen, es wäre alles in Ordnung hier in Hessen? Das ist eine Verweigerung der Realität, der politischen Realität, sehr geehrte Damen und Herren. Im Kultusministerium stimmt es einfach nicht. Und auch da steht ganz klar im hessischen Haushalt, wo die Probleme sind. Nach 9 Jahren stellen Sie fest, A, 2000 Stellen sind nicht besetzt. Und Sie brauchen zusätzliche 4000 Stellen, die kann man im Haushalt nachlesen. Sie haben Ihren Offenbarungseid in diesen Haushalt geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren. Den Offenbarungseid der schlechten Ausstattung unserer Schulen mit Lehrkräften. Und das ist die Realität der Schulen und nichts anderes, sehr geehrte Damen und Herren. Von den Lebensmittelkontrollen, von den Lebensmittelskandalen will ich gar nicht sprechen. Es ist mir heute noch, stößt mir heute noch übel auf, wenn ich überlege, dass hessische Bürgerinnen und Bürger diese Gammelwurst von Wilke durchs Essen selbst entsorgt haben, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist deshalb passiert, weil Sie zu spät auf E-Mails reagiert haben, weil Sie Wochen gebraucht haben, um endlich mal den Betrieb ordentlich stillzulegen. Und Sie haben hier ganz viele Themen, die man hier wirklich kritisieren muss. Und da haben Sie versagt, da haben Ihre Minister versagt, Ihre Ministerin versagt und haben keine Verantwortung übernommen. Und es ist bis heute noch nicht klar, ob Sie den Mangel wirklich abgestellt haben, ob tatsächlich die Anzahl der Kontrollen in den Einrichtungen, in den Lebensmittelproduktionsstätten tatsächlich stattfinden. Ich würde sagen, bei weitem nicht. Das ist immer noch nicht gelöst, sehr geehrte Damen und Herren. Dann möchte ich Ihnen mal sagen, Herr Wagner, wo Sie wirklich gut sind, wo Sie unfassbare Spitze sind in dieser Landesregierung, wo man sagt, boah, gut, ich hätte es den Grünen zugetraut, ich hatte es eigentlich von Ihnen erwartet. Was Sie wirklich gesteigert haben mit einer schlafwandlerischen Sicherheit, das haben Sie gesteigert an dieser Stelle. Die Bürokratie, Herr Wagner, die Bürokratie in diesem Land ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und es gibt kein größeres Symbol für das Wachsen der Bürokratie. Die sitzt hier auf diesen Bänken hinter mir. Noch nie hat dieses Land mehr Minister gehabt. Noch nie. Noch nie hat dieses Land mehr Staatssekretäre gehabt. Noch nie. Das ist Ihre Leistung. Und deshalb ist die Performance dieser Regierung nicht besser geworden. Und das reicht Ihnen nicht. Sie haben es fertiggebracht, in 9 Jahren in den Ministerien 1000 zusätzliche Spitzenbeamte einzustellen. 1000 zusätzliche Stellen, nur in den Ministerien höchst dotierte Stellen. Das ist Ihre Leistungsbilanz. Mehr Bürokratie, mehr Verwaltung, mehr Minister, mehr Staatssekretäre, aber weniger Leistung und weniger Verantwortung, sehr geehrte Damen und Herren. Da sind Sie spitze. Und wo Sie auch super sind, ist, wenn es darum geht, in die Kasse zu greifen und zu verteilen. Sie haben eine Art hier an den Tag gelegt, selbst in größten Krisen, Sparen kommt nicht in die Tüte. Dann wird gesagt, na, in Krisen muss man doch Geld ausgeben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Dann wird da noch ein Corona-Sondervermögen erfunden, damit ich noch mal schnell 12 Milliarden zusätzlich selbst in der Krise zur Verfügung habe. Und was passiert? Steuereinnahmen steigen, Schulden werden immer weitergemacht, und trotzdem sinkt die Investitionsquote. Trotzdem geben Sie immer weniger aus. Das ist sogar der erste Haushalt, dieser Doppelhaushalt, wo die Investitionsquote dann tatsächlich absolut sinkt. Also trotz Inflation, trotz Steuereinnahmen geben Sie tatsächlich weniger aus als im Vorjahr. Das ist doch das Verkennen der tatsächlichen Realität. Dieses Land braucht mehr Investitionen, nicht weniger. Sie haben nicht verstanden, was dieses Land braucht, sehr geehrte Damen und Herren.
Ja, und ich will auch noch mal darauf eingehen, Sie haben ja sich hier gelobt für die Schuldenbremse, die Sie einhalten würden, und Sie haben da auch kritische Bemerkungen gemacht. Ich kann Ihnen nur sagen, ohne den Staatsgerichtshof und ohne die Klage von SPD und FDP vom Staatsgerichtshof hätten Sie 12 Milliarden zusätzliche Schulden gemacht. Und Sie haben immer behauptet, ohne dieses Sondervermögen könnten Sie Hessen nicht durch die Krise führen. Wir haben doch gesehen, dass es ohne das Sondervermögen geht. Es ist belegt und bewiesen. Sie haben das als Schutzargument benutzt, um politische Spielwiesen in der Krise mit Schulden zu bedienen. Das haben wir verhindert. Sonst hätten Sie es einfach mit völliger Dreistigkeit hier durchgezogen und die Schulden der nächsten Generation überantwortet. Das konnten wir verhindern. Und bitte sagen Sie nie wieder, Sie wären für die Schuldenbremse in Hessen. Da haben Sie alle Argumente gegen sich. Sie haben die Schuldenbremse mit Füßen getreten. Und die Opposition musste sie im Staatsgerichtshof durchsetzen. Das ist die Realität, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich möchte noch einmal auf das Thema Investitionen eingehen. Warum ist das so schlimm mit sinkenden Investitionen? Weil wir gigantischen Investitionsbedarf in den letzten 9 Jahren aufgebaut haben. Wir brauchen mehr Geld für Kitas. Wir brauchen mehr Geld für Schulen. Wir brauchen mehr Geld für Breitband, für Infrastruktur, für Mobilität, für Wohnungsbau, für Energie, auch fürs Klima brauchen wir mehr Investitionen. Und Sie senken die Investitionsquote in diesem Land ab. Sie werden absolut weniger investieren als im Vorjahr. Und da kann ich Ihnen nur sagen, hören Sie auf, dieses Land an der falschen Stelle zu sparen. Ein Land wie Hessen braucht Investitionen, damit es zukunftsfähig bleibt. Und das ist die große Fehlleistung dieser Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Investitionen sind zwingend notwendig für die Zukunft unseres Landes. Und ich will auch noch einmal auf das Thema des Ministerpräsidenten eingehen, der hier gesagt hat, ich habe etwas versprochen, und jetzt habe ich auch geliefert. Ich erinnere mich an ein Versprechen, Herr Ministerpräsident. Sie haben gesagt, Sie holen die IAA zurück. Erinnern Sie sich, Herr Ministerpräsident? Sie haben mir gesagt, Sie holen die IAA zurück. Sie haben aber erst einmal in dieser Regierung, nicht Sie persönlich, aber Herr Al-Wazir, der Wirtschafts- und Verkehrsminister, zusammen mit Herrn Feldmann, haben intensiv daran gearbeitet, dass die IAA geht. Sie haben aktiv damit mitgearbeitet und dann nichts dafür getan, dass sie vielleicht doch bleibt. Sie haben die Verantwortung mit Herrn Feldmann zusammen, Herr Al-Wazir, dass die IAA heute weg ist. Ich erinnere mich an die... Ja, dann stehen Sie doch einmal zu Ihrer Meinung. Die Grünen haben es doch hier vorgetragen. Dinosauriermesse, haben Sie gesagt. Sie haben gesagt, das ist doch die Mobilität von vorgestern. Sie haben doch hier klar Position bezogen. Sie wollen diese Messe doch gar nicht. Dann stehen Sie doch auch einmal zu dem, was Sie sagen. Und da kann ich nur sagen, Herrn Feldmann haben die Bürgerinnen und Bürger ja schon nach Hause geschickt. Wenn Sie noch weg sind, Herr Al-Wazir, an dieser Stelle und nicht mehr die Verantwortung für die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik tragen, Herr, ja, ich muss doch mal dem Ministerpräsidenten einen Tipp geben, wenn er die IAA zurückholen will, Feldmann ist weg, Al-Wazir ist noch da. Denken Sie mal drüber nach, wenn Sie Ihr Versprechen einhalten wollen, Herr Ministerpräsident. Dann schauen Sie mal, ob Sie nicht vielleicht einen Lobbyisten für die IAA in Ihrer Regierung finden. Ja, wo sind denn die Leuchtturmprojekte dieser Landesregierung? Sie haben ein Digitalisierungsministerium. Wo sind die digitalen Leuchttürme? Wo sind die Chipfabriken? Wo sind die Leuchttürme der E-Mobilität? Ja, wo sind die denn? Wenn ich höre Start-ups. Also wir sind bei der Gründung von Start-ups dümpeln wir irgendwo zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Das ist die Realität. Natürlich ist es so. Machen Sie doch mal wieder eine eigene Statistik und drehen Sie rum. Das sind einfach die ganz klaren Statistiken, die vorliegen, sehr geehrte Damen und Herren. 9 Jahre Al-Wazir Wirtschaftsminister. Keine Industriestrategie, keine Energiestrategie, keine Fachkräftestrategie. Alle wichtigen Themen nicht wirklich besetzt. Das ist einfach, wenn Sie von Transformation reden, dann ist es etwas, da denke ich immer sofort an Deindustrialisierung, wenn Sie das Wort in den Mund nehmen. Ich frage mich immer, was tun Sie denn für die deutsche Industrie? Was tun Sie für die hessische Industrie? Wo ist denn tatsächlich Ihre Initiative, um in schwierigen Zeiten die Wirtschaft zu unterstützen? Und dann höre ich immer Klimaplan.
oder Klimaschutz oder Klima, was Sie da alles tun und umsetzen. Die Fakten sind doch so, dass Hessen keinen signifikanten Fortschritt gemacht hat in den letzten 9 Jahren beim Einsparen von CO2. Keinen signifikanten Fortschritt. Und wenn Sie die Corona-Vermindung rausrechnen, dann sind Sie absolut, dann dümpelt die CO2-Einsparung in Hessen seit 9 Jahren vor sich hin. Und es wundert ja auch niemand. Sie haben ja auch nichts gemacht, außer bunte Bilder, irgendwelche Stellen im Ministerium geschaffen, irgendwelche komischen GmbHs gegründet, wo sie dann Leute zusammengesammelt haben, die dann wieder bunte Flyer gemacht haben. Sie haben doch in Wirklichkeit für den Klimaschutz nichts erreicht in dem Land. Und wenn Sie nach 9 Jahren stolz darauf sind, 9 Jahre Regierungsbeteiligung der Grünen, nach 9 Jahren ein Klima- und ein Energiegesetz vorzulegen, warum 2? Naja, wir haben ja eine Klimaministerin und wir haben einen Energieminister und darum müssen die halt 2 Gesetze vorlegen, wo aber in beiden fast nichts drinsteht, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn Sie sich dann noch, Herr Wagner, dafür loben für dieses Energie- oder Klimagesetz und dann in so einem Gesetz drinsteht, nachdem Sie neun Jahre regieren in so einem Gesetz drinsteht, Sie wollen Landesimmobilien, wollen das Land verpflichten, bei Landesimmobilien künftig Solaranlagen auf die Dächer zu machen. Also wenn Sie nach 9 Jahren Regierung ein solches Gesetz vorlegen und ernst genommen werden wollen, dann kann ich nur sagen, kein Wunder, dass wir im Klimaschutz nicht fortkommen. Und dann legen Sie wieder so ein Sammelsurium von 1 Milliarde, 1,5 Milliarden vor, wo Sie alles zusammenkehren und dann behaupten, es wäre alles Klimaschutz gewesen. Sie können doch gar keine CO2-Bilanz vorlegen, wo klar wird, dass irgendwo ein Cent dort eingespart wird. Ihr Klimaschutz ist einfach Etikettenschwindel. Und das sieht man ja auch in der hessischen Klimabilanz, in der wir überhaupt keine besonderen Fortschritte erkennen können, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt komme ich mal, Herr Wagner, zur Bilanz. Bildung, Kindertagesstätten, ist Ihnen ja so wichtig. In Hessen fehlen 2023 37.000 Betreuungsplätze. 37.000 Betreuungsplätze fehlen da. Fast 11.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen dort. Die haben Sie auszubilden. Investitionsbedarf. Den Kommunen fehlen die Mittel, um neue Kitas zu errichten. Und der Bedarf und die Nachfrage ist gigantisch. Wenn Sie irgendwo in eine Stadt gehen und eine Familie fragen, läuft das in Hessen super mit der Kinderbetreuung? Haben Sie den Platz, den Sie brauchen, in der ausreichenden Zeit? Dann müssen Sie wirklich Glück haben, wenn Sie da Leute treffen, die sagen, super, läuft alles super hier in der Stadt. Sie lassen die Kommunen mit den Aufgaben alleine und Sie tragen die Verantwortung als Land genauso. Und das Einzige, was Sie im Petto haben, dass Sie dann nachher sagen, eine Sozialassistentin, die 2 Jahre ausgebildet ist, die dürft künftig wie ein Erzieher oder Erzieherin arbeiten, die 5,5 Jahre ausgebildet ist. Das ist sozusagen ein Lösungsvorschlag, um Qualität zu sichern und die beste Betreuungsmöglichkeit für unsere Kinder sicherzustellen. Geld haben Sie allerdings keins übrig, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will noch einmal zum Thema Schule kommen. Wir haben ja festgestellt, das hat uns erschüttert, dass jedes 5. Kind die Mindeststandards beim Lesen und bei der Mathematik nicht erreicht. Wir haben festgestellt, dass jedes 3. Kind Probleme mit Orthographie hat. Das ist die Bilanz nach 9 Jahren Bildungspolitik dieser Regierung. Und schämen Sie sich nicht, dass Sie da nicht sagen, da hätten wir noch viel zu tun, da haben wir leider nicht so viel geschafft, wie wir uns vorgenommen haben. Hier haben Sie eine ganz klare offene Flanke. Und jetzt haben Sie 4.000 Lehrerstellen zusätzlich in den Haushalt geschrieben, weil Sie genau wissen, dass die Debatte Sie nächstes Jahr massiv einholen wird. Und wenn ich mir die Versorgung mit Ganztagsplätzen an den Schulen anschaue, 54.000 Plätze fehlen, 54.000 Plätze fehlen. In wenigen Jahren gibt es einen gesetzlichen Anspruch. Was tun Sie? Dort werden 4.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht, die die Betreuung umsetzen. Was tun Sie in dieser Landesregierung, um diese Herausforderung zu stemmen? Wenn ich mir das anschaue, Digitalisierung der Schule, 1/5 der Schulen, also jede 5. Schule, ist nicht gigabitfähig. Sie haben keinen Informatikunterricht eingeführt in diesem Land. Das sind eines der ganz wenigen Länder in Deutschland, die das noch nicht hat. Sie erkennen einfach nicht die Herausforderungen der Zeit. Und wenn ich jetzt tatsächlich noch mal, ich könnte noch so viel aufzählen bei dieser Bilanz, wenn ich doch jetzt noch mal auf das eine oder andere Spezialthema eingehen möchte. Und da kann ich nur sagen, Sie haben es selbst angesprochen. Sie haben sich mal als Ziel gesetzt, Sie wollen den Finanzplatz Frankfurt stärken und Sie wollen Zentrum für Green Finance werden.
Und dann kann ich nur sagen, wenn Sie heute mal in eine Bilanz gucken, den Index, den Global Green Finance Index gucken und gucken, wo Frankfurt steht, dann stehen wir da nicht auf 1, nicht auf 2, nicht auf 10, nicht auf 15, nicht auf 20. Wir stehen da auf Rang 34. Das ist Ihre Erfolgsbilanz, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben es selbst angesprochen. Ich hätte hier doch seitenweise Zahlen, um Ihnen Ihre Erfolgsbilanz noch mal genau vorzutragen. Ich will noch zwei Zahlen sagen. Ich will noch sagen, Sie haben die Fahrradwege angesprochen. Sie wissen genau, wie schlecht Ihre Bilanz da ist. Von 2014 bis 2020 haben Sie an Landstraßen, da sind Sie ja sozusagen zuständig, da haben Sie pro Jahr ganze 4 Kilometer Fahrradweg gebaut. 4 Kilometer im Jahr. Dafür wollen Sie sich auch noch loben lassen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist schon nicht sehr viel. Und Schiene haben Sie 4 Kilometer gebaut. Jede Menge Ankündigungen, aber tatsächlich eingeweiht haben wir relativ wenig von dem, was Sie hier alles erzählt haben. Und wir sind ja das erste Land mit einem Digitalisierungsministerium. Ich will da an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, wir haben von 47 Verwaltungsleistungen 401 digitalisiert. Denken Sie, das ist viel? Nein, 401 nicht digitalisiert. Denken Sie, das ist viel? Nein. Weil von diesen 47 Leistungen sind 3 nur wirklich digitalisiert, wo ich alle Herausforderungen dann digital erledigen kann, wo ich digital zahlen kann, wo ich die Dokumente digital kriege. All das gibt es in 3 Dienstleistungen in Hessen von 740. Das ist der Sachstand der Digitalisierung, sehr geehrte Damen und Herren. Da haben wir immerhin ein Ministerium geschaffen. Aber ich will Ihnen nur noch einmal ins Stammbuch schreiben. Für 9 Jahre ist diese Bilanz wirklich, wirklich sehr, sehr bescheiden. Und Sie sollten vielleicht das Wappentier, das Hessischen Löwen, in eine Schnecke umwandeln, um dann die Geschwindigkeit der Reformen in diesem Land zu beschreiben. Ich kann Ihnen nur sagen, was notwendig ist für uns, was wir Ihnen vorgegeben haben und was wir Ihnen auch angeboten haben an Politik. Wir würden als erstes an dieser Stelle mal das Verhältnis mit den Kommunen entspannen. Wir würden sagen, die Kommunen sind Partner des Landes und nicht Erfüllungsgehilfen des Landes, an die wir die Corona, die Flüchtlings- oder die Energiepolitik einfach outsourcen, denen die Verantwortung zuschiebt, aber gar nicht das entsprechende Geld zur Verfügung stellt. Wir würden Ihnen nahelegen, den ländlichen Raum ernst zu nehmen. Wir würden Ihnen vorschlagen, ein modernes, weltoffenes, wirtschaftsstarkes Hessen in den Fokus zu nehmen. Und dazu haben wir 37 Gesetzentwürfe hier vorgelegt, zum Teil auch mit anderen Fraktionen. Wasserstoff-Zukunftsgesetz, Vergabegesetz, Radschnellwegegesetz, Eisenbahninfrastrukturgesetz, Carsharing, Änderung der Bauordnung, Ladenöffnungszeiten, super Thema, liebe Freunde von der CDU, Stärkung digitaler Bildung, Bibliotheksgesetz. Ich könnte noch viele weitere aufzählen, aber das Integrationsgesetz möchte ich noch einmal gern erwähnen an der Stelle. Und wir werden Sie im Wahlkampf auch stellen, weil wir haben nicht nur konkrete Vorschläge gemacht, wir haben konkrete Gesetzentwürfe in diesen Landtag eingebracht und in unseren Haushaltsanträgen haben wir die richtigen Schwerpunkte gesetzt aus unserer Sicht. Wir wollen mehr Geld für Infrastruktur, für Digitalisierung, für Bildung und für einen modernen, leistungsfähigen Staat. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt so viel zu tun in Hessen. Es gibt so viel voranzubringen. Und diese Landesregierung tut so wenig. Und darum ist es jetzt wirklich an der Zeit, sehr geehrte Damen und Herren, dass diese schwarz-grüne Ehe, die vielleicht gerade in den Flitterwochen noch ganz nett war, die in der Realität angekommen ist und sofort scheitert, die jetzt erkennbar an den beiden Herren hinter mir in der Trennungsphase ist, die hoffentlich die Bürgerinnen und Bürger im Oktober des nächsten Jahres dann finalisieren und dass wir endlich eine neue Regierung kriegen, eine Regierung mit Mut, Haltung, für die Fortschritt first und Bedenken second gilt. Das ist eine liberale Regierung. Für die arbeiten wir und dafür kämpfen wir auch in diesem Haushalt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.